Szobels Szuite. Spuren eines verschollenen Jazzes. Szobel gestoßen bin ich durch eine relativ unbekannte, großartige Band aus Detroit, die ihn via Prog Rock Archives als einer von vielen Inspirationen angegeben haben. Auf YouTube konnte ich mir das Album anhören und ich war zum einen verblüfft, dass Hermann Szobel ein Österreicher, ein Wiener war, von dem ich bis dahin nichts gehört habe, und zum anderen über die unglaublich ausgeklügelten Kompositionen, die er als damals 17-Jähriger geschrieben hat. YouTube-Kommentare wie "Das ist eventuell Frank Zappa mit Pseudonym" oder "Dass er während einer Session von Roberta Flack in das Studio kam und behauptete, er sei der größte Pianist, den es gibt", trugen natürlich auch zu meiner Neugierde bei. Man sollte aber auch erwähnen, dass er bei Roberta Flack und den Musikern um sie herum Eindruck hinterlassen hat. Während meiner Recherche fiel mir dann auf, dass es einen Mythos über die Person Szobel gab und in diversen Blogs die Rede darüber war, was denn mit ihm passiert ist, nach dem einen Album, das auf Arista veröffentlicht und in den Jazz-Fusion-Olymp hochgepriesen wurde. Da dieses Album sein einziges sein sollte und danach musikalisch nichts mehr von Hermann Szobel gekommen ist. Szenekenner und Musiker der damaligen Zeit wie Harry Stoiker oder Karl Ratzer zum Beispiel den Namen Szobel jemals gehört hatten, versuchte ich Kontakte zu finden, die dazu beitragen sollten, mehr Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen. Ich versuchte Kontakt zu Katarzyna Kosyra, einer polnischen Künstlerin, aufzunehmen, nachdem ich einen Wikipedia-Eintrag gelesen habe, wobei sie Hermann Szobel während eines Filmdrehs über Menschen mit Jerusalem-Syndrom ein Bild abgekauft hat und er ihrer Erzählung nach auf der Straße wie ein Obdachloser lebte und sich dort ernährte von dem, was er auf der Straße fand. Leider blieben die mehrmaligen Kontaktversuche erfolglos. Thank you.
Interpol-Vermisstenanzeige von seiner Mutter Anfang 2000, die Szobel mit Vollbart und müdem Blick zeigten, mit Notizen wie: Mein Sohn raucht gern Marihuana, liebt Hunde und tendiert dazu, seinen Ausweis zu verlieren, trug dazu bei, der Person Szobel eine tragische Anekdote zu geben und all mögliche Hypothesen über sein Befinden aufzustellen. Bill Graham war der Onkel von Szobel und unter anderem der größte Rockkonzertpromoter Amerikas. Graham stammte aus einer deutsch-jüdischen Familie, die während des Holocaust ums Leben gekommen ist. Er flüchtete mit seinen Schwestern und seine letzte Station sollte ihn nach New York bringen, wo ihn sein Großonkel adoptierte. Bill Graham war möglicherweise ein Indikator dafür, warum Szobel einen Plattendeal bei Arista bekommen hat. Bill Graham in den 90ern bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückt ist, versuchte ich über die Bill Graham Foundation Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen, unter anderem, weil ich wissen wollte, ob es eine Möglichkeit gibt, mit der Mutter zu sprechen, die, wie ich wusste, ja in Wien lebte. Leider bekam ich kaum Informationen, nur dass die Mutter leider verstorben sei und man nicht weiß, wo Hermann Szobel sich aufhält. Unter anderem fand ich dann heraus, dass es eine CD-Reissue gibt mit einem Vorwort von Mike Visalia, der auf dem Album Bass gespielt hat. Ihn kontaktierte ich und er war der Erste, der sich gemeldet hat und dem es ein wirkliches Anliegen war, über die Person Szobel und über die damalige Zeit zu sprechen. Time he came to New York, it might have been around 1975, and he came by himself. He didn't advertise, you know, that he was Bill Graham's nephew or anything, and the first thing he did was he walked into a very prominent recording studio called the Hit Factory. I think it was the Hit Factory or the Record Plant. I can't remember which one. He walked in, you know, he was young, he was 17 years old. Very, very bold, very brazen, very confident. He walked in and it just so happened that the great singer Roberta Flack was recording that day in the studio. And she had the great bassist Anthony Jackson with her. And Hermann just walked right in, waltzed in and announced to the world that, "I'm here, I'm in New York, and I'm the greatest piano player in the world," that kind of thing. And they were like, "Who is this guy? Who is this kid? Who is this crazy kid?" But they were so impressed with his, you know, confidence and the way he presented himself that they actually said, "Okay, you're the greatest piano player in the world, sit down and play." And he sat down and he just played, you know,
by himself, just played, and they were blown away by what he was doing. They were like, oh my God, what is this? Who is this guy? What kind of music is this? You know, this guy is like a virtuoso. He's crazy. So Anthony Jackson, the bass player, suggested that Hermann said, I want to meet, play with some other musicians. I came by myself, but I want to meet other musicians. So Anthony suggested that he get together with Anthony, one of Anthony's best friends, is a drummer named Casey Conrad. And so Hermann called Casey Conrad, who I had been playing with in another band at the time. And Hermann said, I want to play my music, and I want to meet musicians and play with musicians. So Casey got in touch with me and asked me to come by, because I had been playing with Casey in another band, and we got together, and that's how we started. That's how I met her, and that's how we started playing his music, and that's how I became very good friends with him for a few years at least at that point. We'll be right back.
They lived in a loft around 28th Street, 7th Avenue, which was a very large space. And he had a piano brought in there, a grand piano that he had brought in. And that's where we used to rehearse. It was such a large space. You lived there. It had a lot of places for, you know, people to crash overnight. I spent a lot of overnights there myself. And we would just get up and we would just play and learn and practice and play his music like all day long. Yeah, you know, because it was very, very difficult, very, very challenging, as you know. So we just, that's what we did. It became like a little, you know, almost like a communal kind of living where musicians would come by and he would try to get to play with him. I remember musicians from California coming in and they would live there and then we would play and then they would leave and other musicians would come. And, you know, eventually he got to the point where he found the players that he wanted to perform the music live with. And fortunately, I was one of them. Thank you.
he moved here. He was very young, 17. He lived here for, had to be probably at least 3 years, maybe a little longer. And in that course of time, we did the one record on Arista. We promoted it, you know, with a reasonable amount of live performing and played the music. And then he started a second record. He started it. It never got finished. He became very, very unstable making that record. I think that was it. I don't know what was going on with him, but he became fairly mentally unstable making that record. And I think when that record was put away, not finished, because he had run out of money, the record company wasn't supported anymore. He was making a lot of trouble, the record company and for Bill Graham. And I think when that all went down, that's when he started his disappearing act. He couldn't really organize it. And I think he was having trouble with the record company. I don't think they were necessarily fully behind it in the way that he wanted. But nobody was ever fully behind his music the way he wanted it. He was very, very strong-headed about what he wanted and who he wanted and how he wanted things done. And if you deviated from that plan a little bit, he would lose his mind. He got really, really crazy. You know, he was very much kind of a control person because he was young and, you know, yeah. He had matured. And I think that when he realized that he was losing control of many things regarding, you know, his music or the record or how it was going to be done, I think that's when he kind of unraveled and just kind of ran away from everything. There were recordings of it. I don't know where they are. I'd have no idea who would know. I mean, it was still under the Arista label, so conceivably the tapes, and they were tapes, still exist somewhere, but I have no idea. You would have to do a thorough investigation with them to find out if they're still around. We'll be right back.
was it like that those kind of musicians came together? Well, I think that, you know, when people started, the word started spreading around. Let me back that up a little bit. Hermann was very, very forward in contacting people. He had no hesitation trying to contact the best musicians that he could find. And when he did, and when he played them his music, and you have to remember that this was in the mid-70s, you know, people were much more open and, you know, more interested in just getting together and, you know, listening and playing and just hanging out. It was much more open kind of vibe in New York, even with very high-end players. There wasn't so much stress as there is now to, you know, to make money immediately or whatever, you know. Then it was a little more laid back and people were very, very cool about getting together. And when they heard his music, they were all right. They were very, very excited about it. And I remember everybody felt this was a big challenge and this would be a very big statement if they could get involved in this. And, you know, it required a lot of virtuosic playing. And I think, you know, people were very interested in trying to do it because it was so different. He always described it as a cross between the Mothers of Invention and Weather Report. I think that's pretty accurate in a way. Those bands and Mahavishnu Orchestra were the biggest influences back then, you know, as far as ensemble playing, you know, bands that existed at the time. So, and I think he kind of captured a lot of that spirit. So there was always people being invited to come and play, and eventually he found the right people that he wanted to, you know, play the music live with. I remember being at a meeting with him and Bill Graham, where Bill was trying to give him career advice. And of course, Bill was a very, very powerful man who could make a lot of things happen just with a phone call. But Hermann was 17 and he wanted to have Hermann, you know, expose him, but build up to the point where he could play larger concerts. And so he would say, listen, you know, let's have you play this club for a week or that place for a week and, like, you know, just get it out there and build it up. And he would fly into a rage. He would start screaming at Bill Graham. That's not what I want to do. He was like, I want to open for Mahavishnu Orchestra at Carnegie Hall. Or like, he would just shoot for the moon, like, right away. And when we did play clubs, he was very reluctant about it. I remember there was a club in Manhattan called Folk City. Even though it says it was called Folk City, it had all kinds of different music there. We played there for a week, but he wouldn't play there on their piano. He had literally had a grand piano, his piano, brought in, which no one has ever done. The band was so big that they had to remove like 50 chairs. Get the band in there, and we played there for like a week, and it was really fun. But he would do stuff like that very reluctantly, and it was like, I can't play there because I have to bring my Steinway grand piano into the car. You know, and he got his way a lot because, like, first of all, he was extraordinarily talented, and, you know, his connections with Bill Graham and record company and all of that, he got his way a lot. But eventually it got to the point where, you know, he wanted things to be on the fast track. He wanted things to go really, really quickly so that he would be playing, you know, large, large concerts with Mahavishnu Orchestra, Weather Report, or Frank Zappa, or something like that. And I think that was part of the reason that he started to unravel. And he couldn't handle the slow build that everybody wanted for him. You know, he was too young to understand the way things worked. He was too young to really kind of understand the way the world worked. And I think ultimately he just kind of did not want to have anything to do with the world, which is why he disappeared. We'll be right back.
always had those crazy eyes. Yeah. I recognized those eyes immediately. And it was a missing persons report. So even, I think that his mother, his family had been supporting him to a certain degree, like sending him money when he needed it, you know, because he was living like a vagabond, as they say. But I think at some point they even lost track of him. That's why they found the missing persons report. They even lost track of where he was. Yeah. And it was filed with Interpol, which is like international police organization. And that's the last I heard until you got in touch and said and told me what you told me. Im Zuge meiner Recherche wurden auch andere Köpfe auf Hermann Szobel aufmerksam. Mit Hilfe von Albert Universal Beatnik, der in seiner Schnitzelbeats-Radiosendung über Szobel berichtete, meldete sich der großartige österreichische Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Reisinger bei mir. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich ihn kennengelernt habe, aber wahrscheinlich hat er mich angesprochen, weil ich war ein bisschen älterer Musiker als er, obwohl wir alle noch jung waren damals und habe schon mit Bands gespielt und so weiter. Die Zeit vor dem Wiener Art Orchester und Anfang Wiener Art Orchester, so 1979, 80, diese frühe Zeit, ist der Hermann aufgetaucht. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber er hat mich wahrscheinlich angesprochen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm spielen will. Und er ist dann zu mir gekommen und hat sich aufs Klavier gesetzt und hat angefangen wie ein Berserker mit so einer sehr runden Fingerhaltung, also sehr explizit trainiert, mir Sachen einfach vorzuspielen, was er so macht. Für mich persönlich war das damals nicht so interessant zu machen, weil das alles sehr ausgedachte Sachen waren. Zwar im Stil von einem Rock oder jazzigen Stil, damals schon ein bisschen so tabaesk wahrscheinlich, aber es war einfach, da war keine Impro und ich war zu der Zeit und wie ich auch überhaupt bin, mehr interessiert an Sachen, die dann auch zu einem größeren Prozentsatz auf der Bühne entstehen. Also habe ich gewusst, beim Hermann muss man das lernen und runter exerzieren, damit ihm das gefällt. Das kann ich gut verstehen, aber er hat auch verstanden, dass mich das nicht so interessiert, weil ich eben auch mit meinen Projekten war. Wie auch immer, wir haben uns trotzdem angefreundet, weil er sehr lieb war und vor allem diese Energie gehabt hat, dieses unbedingte Wollen und diese Grundenergie, die fürs Musikmachen eminent wichtig ist, vielleicht das Wichtigste überhaupt. Also es gibt sehr viele Musiker, die schon sehr gut spielen, die haben aber nicht diese Grundenergie, dieses große, starke Wollen und den Ausdruck und wie auch immer. Das hat der gehabt und uns hat mir sehr gut gefallen und ja, wir waren dann haben uns immer wieder gesehen, das ist schon sehr lang her, also so genau kann ich nicht erinnern. Lang vor seinem Album war noch ganz jung. Also so schwarz gekrauste Haare und so lieber semitischer Mensch, ne? Das ist eine jüdische Familie. Vielleicht haben wir es, ich bin zwar nicht Semit, aber viele von meinen Freunden von früher, von der Kindheit waren das, aber wir haben uns vielleicht deswegen auch irgendwie selbstverständlicher über gewisse Sachen und über gewisse Zugänge irgendwie so unterhalten. Und dann, wir wollten sogar ein Stück von mir machen, so für, probieren. Da habe ich sogar ein Thema, das hat ihm gut gefallen, habe ich auf der Platte wiedergefunden, so eine Hälfte von einem Stück.
Und das war irgendwie lustig, das zu hören. Ich habe das auch nie aufgenommen, das war eine damalige Idee. So. Okay, da wäre was vielleicht gegangen, aber dann habe ich den Hermann aus den Augen verloren. Und der ist weggegangen. Und er hat mir gesagt, pass auf, ich gehe jetzt nach Amerika, weil da ist mir die Welt zu klein, sozusagen. Und ich habe mir gedacht, wer das machen muss, soll das machen. Ob die Welt hier zu klein oder zu groß ist, das liegt wirklich an einem selber, weil man kann hier also auch noch sehr, sehr viel weiterbringen und forschen. Aber er war irgendwie so fokussiert auf seine Art zu spielen. Er war davon überzeugt, jedenfalls hat er das sehr stark behauptet und sehr stark gespielt, und er wollte einfach wahrscheinlich schnell berühmt werden oder zumindest seine Sachen so aufführen können, dass also für ihn war wahrscheinlich in der Erziehung eine gewisse Selbstsicherheit gegeben, das ja auch gut ist. Aber ja, also er war einfach also selbstkritisch nicht allzu sehr. Ja, also. Aber warum soll er so sein? Wenn er was hat, was ihm gefällt, dann soll er es machen. Dann ging er nach Amerika, hat von dort mir seine Platte geschickt, die er dort aufgenommen hat. Ganz happy, mit dem Dreieckshaus obendrauf und mit Musikern, die er dort engagiert hat, mit denen er ins Studio gegangen ist. Ich habe die Platte sogar noch mit einer Widmung von ihm drauf, an meinen wahnsinnigen Freund und besten Freund und so weiter. Und ich habe mir das angehört, wahnsinnig gut exerzierte, tolle Produktion eigentlich für so einen Jungen. Aber eben, ja, man hört, das ist eben die Art von Musik, sehr von Zappa beeinflusst. Und er hat mir dann auch gesagt, dass ihm vielleicht sein Onkel auch ein bisschen geholfen hat, dieser große Jazz-Impresario. Da dürfte es dann ein bisschen mit ihm so bergauf gegangen sein. Er hat die Platte gehabt, er war bei der Plattenfirma und da dürfte er happy gewesen sein. Und dann habe ich nur gehört, dass er einfach dann bei jedem seiner Konzerte einen Spezialflügel angeliefert haben will und so. Und ich glaube schon, dass da eben die Grenze zwischen ein bisschen sich selbst überschätzen und ein bisschen Größenwahn mit dem, was man eigentlich erreichen kann mit Selbstsicherheit, sich da ein bisschen verwischt hat. Da glaube ich, war ein bisschen gefährdet. Ich habe ihn dann noch einmal getroffen. Ich war auf Tour, plötzlich war er da und sagt, hallo, er hat gelispelt. Hermann hat gelispelt. Er hat gesagt, ja, ich bin irgendwie, hallo, du. Sag ich, hey, was geht's? New York. Sagt er, na, ich bin raus aus der Musikgeschichte. Ich gehe jetzt nach Israel und mache irgendwas. Er hat mir nicht genau gesagt, was. So. Und dann hat er dort offenbar was anderes gefunden, was ihn interessiert. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Seitdem hat er gesagt, er geht nach Israel. Thank you.
er hat sich schon verändert, aber er ist jetzt nicht herumgelaufen, so wie ein so vergeistigter Guru oder so irgendwas. Nein, er war halt so wie immer, er war jetzt auf dem drauf. Und wenn ich mir das jetzt nochmal durchhöre, ist es schon diese Platte und was von ihm kommt, ist es schon erstaunlich, wie einerseits, wenn man sich das alles durchanalysiert, wie komplex das alles ist und auch toll, ja, also was er sich alles überlegt hat. Und das muss alles in seinem Kopf drin gewesen sein. Das ist die eine Sache. Das andere ist aber, es war nur das. Es ist daraus nichts weiter entstanden und es links und rechts gab es auch sozusagen, wenn, meiner Meinung nach, wenn man als Musiker sein Leben der Musik sozusagen widmet, dann muss man auch schauen, was links und rechts von einem noch gibt, weil sonst kommt man nicht weiter. Das ist einfach so. Schade, dass er nicht weitergemacht hat. Das ist ja oft so, denke ich mir auch, wenn man jüngere Musiker oder Schüler oder so, es ist das Talent, aber es ist halt auch das, was man, in welchem Mode man reinkommt und der Charakter, den man hat. Und Talent ist in Wirklichkeit, ja, glaube ich, nicht, dass man was Besonderes macht auf einmal, sondern dieses große Interesse, das man aufrechterhält an der Sache, immer wieder und immer weiter und immer weiter. Wie gesagt, der Hermann ist zu allem, dem ist alles zuzutrauen, vielleicht taucht er plötzlich mit einer Mainz-CD auf, die er in Israel gemacht hat, die ganz anders ist und wo er seine ganzen Sachen verarbeitet hat oder wo man hört, das ist eine neue oder eine Weiterentwicklung. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, wo er ist. Er hat eine gute erste CD gemacht, keine Frage. Sehr, sehr lebend. Szobels Suite. Spuren eines verschollenen Jazzes. 7 Jahre nachdem ich mit Mike Visalia gesprochen habe, stoße ich auf die Looking for Jesus Dokumentation auf der Website von Katarzyna Kozura, unterteilt in Videos der jeweiligen Protagonisten. Einer davon ist Hermann Szobel. In einer Höhle lebend wird er angesprochen, ob er Hermann ist. Er bejaht dies, er wirkt ruhig, angenehm, gelassen und zugänglich. Er zeigt seine Bilder, die er malt, und erwähnt, dass er Musiker ist und ein Album veröffentlicht hat. Er lebt wild, merkt er an, holt sich Essensreste von einem Restaurant und scheint zufrieden mit seiner Lebenssituation. Aber wie er meint, nicht ready, um sich bei der österreichischen Botschaft einen Reisepass neu ausstellen zu lassen. Völlig verblüfft und überrascht, dass man ihm von einem Smartphone sein Album zeigte, sagte er mehrmals lautstark in die Kamera: Everybody in the audience, buy my record. My name is Szobel. Dieses Video über Hermann Szobel und ein Interview, das Andy Edwards, ein britischer Schlagzeuger und Musikredakteur, mit Mike Visalia kürzlich geführt hat, sind der Anlass, warum ich mich noch einmal mit Mike unterhalte. Und er hatte unglaubliche Neuigkeiten für mich. Intermediary, Hermann, after 48 years, reached out to me, and we actually spoke on the phone. That all happened because this intermediary, a friend of his, actually saw the Andy Edwards interview and showed it to him. And he was, you know, very, very impressed that people not only remembered him, but still thought that his music was important. And it's kind of a little bit of a revival in certain circles with that. He reached out to me, and not only did he reach out, but he came to New York and we got together. Yes, after 48 years, he is in New York right now, and we've gotten together several times, and the goal of us getting together will soon be reached, and that is Hermann, me, and about 6 other musicians are going into the recording studio on February 6th to record music. We'll be right back.
crazy, right? It's full circle. I mean, I haven't heard from the guy in decades and decades, and all of a sudden we're back in touch. He's in New York and we're planning on going in to record music. Now, the interesting thing, I mean, if that isn't interesting enough, but the wildest thing about it is that the album that he did that I played on is extremely, extremely composed. And there's a lot of improvisation, but there's also a tremendous amount of composition where all these notes and notes, notes written out, and we rehearse them. And to get to that level of being able to play them, the music that he wants to record now is going to be completely improvised, not one written note. So it's going to be seven musicians, last count. And I picked them. They're all friends of mine from New York. They're all very accomplished improvisers and progressive personalities. And that is always the wild card thing, because he's different from most people that I've ever met in my life. We're going to go in, all of these musicians, we're going to go in and we're going to see what happens. You know, I brought in a great drummer, a great percussionist, a great guitar player, a great saxophone player, a great trumpet player, and a great electric viola player that knew Hermann and actually played with Hermann back in the 70s. He's living in Chicago. He's coming in to do this. And I haven't seen him in a really long time either. So this is going to be quite a day of getting this, figuring out what we're going to do musically, you know, and see how it goes. Yeah. He's been so disconnected from, you know, the ways of the world as we know them now. He never owned a computer. He doesn't even know how to use it. I had to show him how to answer a smartphone, his first phone he's ever had. Or I was calling him, some people were calling him, and he didn't know what to do. He would just let it ring if he did not answer the phone. So, yeah, but he's catching up little by little. So we'll see what happens. I think he's been on a spiritual, mystical journey. He told me he has been kind of living like a nomad for decades, like everywhere. He said, I was living with the Tuaregs in the desert. I went to Japan. I went to South America. I went to Norway, you know, where there you only see the northern lights and the aurora. You know, he's been going all around the world, like, but living by himself, living on his own, like just kind of like a mythical spiritual quest for decades. So maybe he felt like, okay, now I'm ready to do something. So I find it kind of miraculous that after 48 years, like he reached out to me. You know, I knew as much about him as you did at certain points. It's quite remarkable to see him, because the last time I literally was face to face with him, he was 18 years old. He is now 66 years old. It's like a different world, and yet here he is. Thank you.
interesting thing is that if you listen to the second record of music, there's an electric, sounds like a violin, electric violin, viola. That's the guy who's coming over. He's coming from Chicago to play on this new music. The drummer is the same drummer from the first album, who is no longer alive. And the bass player is the great, great Anthony Jackson. So the great Anthony Jackson is on that. Unfortunately, he has very serious health issues. And I think the reason that it was a different bunch of musicians is he only had a certain amount of money at that point to pay for people to play with him. Alive from that original album. You know, it's a long time. It's 48 years. You know, a lot of things happen in 48 years. It's a big story and there's no ending to it. We'll see. We'll see what the next chapter of the story is. And I'd love for the people around the world that respect that record and respect Hermann for what he does to know that he's about to do some new music. I mean, I think that would be exciting news for people to know after all this time.